Wenn die so doof sind, dann... Da ist irgendwas runtergefallen. Der Magier ist runtergefallen. Und ein Totem auf Undying. Ach, dann ist er tot gegangen. Ist hier irgendwas? Hm. Geht, mal hier die Treppe... Stopp, Caro. Guck mich mal an. Du musst mich jetzt angucken. Und die anderen beiden müssen auch noch nach oben kommen. Müssen mich angucken. Und jetzt dreht euch um. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ganz viel Rückzug. Oh Gott. Ganz viel Rückzug. Den haben wir. Oh, mein Kopf. Pass bitte auf, dass da niemand runterfällt. Alter, Bibi schießt aber auch mit den Pfeilen um sich. Hab mir gerade einen Seitenscheitel gezogen. Vorsicht. Hallo! Ja! Ui. Oh Gott! Und tschüss! Oh Gott! Oh nein! Enderman! Ah! Oh nein! Und ich hab ihn angeguckt! Ah! Ich will damit nichts zu tun haben! Oh. Hi! Da bin ich wieder! Hi. Oh Gott, da ist ein Enderman! Ist mir runtergefallen? Ja, ich musste runter für meinen. Gedöns. Wer hat ihn angeguckt? Könnt ihr bitte nicht meine Sachen aufsammeln? Das wäre super von euch. Au. Schwarze Wolle, das hier nehme ich wieder so hin. Okay, das hier, das hier, das hier. Wer kommt zu euch? Das ist ja eine super Voraussicht. Okay, das hier kommt wieder dahin. Seit wann habe ich so viel Müll? Ach, ich will jetzt nicht mehr so schnell laufen. Da hinten werfe ich gerade meinen Müll hin, aber naja. Okay, haben wir es geschafft jetzt? Nee. Oh Gott, da ist ein Enderman direkt neben der Treppe. Ha, Lama Treppe. Ja. Wir können eine Bibliothek machen. Ja. Oh Gott. Alter, die sind aber auch verdammt schnell. Oder vielleicht Musikbücher. Da ist noch einer drin. Ja, dann hau ihn weg. Ich habe keine Lust mehr auf Hauen. Das war's. Das soll am besten sein wahrscheinlich, ne? Dunkelblau. Kriegt man irgendwas, wenn man die Dinger durchgeballert hat? Diese Totems. Ja, Totems und Smaragde. Vorsicht! Oh! Was Neues aufgesprengt und direkt noch mehr. Nebenraum. Lol. Oh! Sache. Oh. Den hat man jetzt nicht kommen sehen. Nein. Au! Ich bin dann wieder mal tot. Ne? Ich hab mal ein halbes Herz. Hilfe! Drei Zombies? Ich glaube, da kommt noch ein Vierter. Vier Zombies. Danke. Caro! Danke, das nehme ich mit. Sind meine Sachen? Da draußen, wo du sie verloren hast. Ja, du musst wieder aus dem Raum raus. Enderman! Oh. Hä, der Nebenraum? Wo kam der denn jetzt her? Den haben die freigesprengt. Ja, aber trotzdem. Wo kam der denn her? So, die Zombies sind tot. Da vorne ist noch so ein Fred. Wie jeder sehr erst mal nach oben guckt. Ja, wir warten. Oh, beim Nebenraum ist eine Kiste. Da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Ach so. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Hier, ich habe noch vier. Okay, da kommt ein Tor. Aber da könnte ja rein theoretisch ja überall ein Nebenbaum sein, ne? Ja. Au! Au! War das Schaden? What? Oh Gott! Bibi, das ist deine Schuld, wenn ich jetzt verrecke! Du bist da! Oh, verreckt. Hilft mir doch mal jemand! Zu Hilfe! Also. Oh! Alter, da schießt sie mir aber auch den Pfeil durch den Hintern, nicht in den Hintern, durch den Hintern. Ich schieße die ganze Zeit auf den Creeper und er springt
vor den Creeper. Ja, so weil du ihn nicht getroffen hast. Du hast ihm nie Schaden gemacht. Hallo. Das Hallo. Quinn. Warum ist das so verziert? Weil schön ist. Weg. Nö. Wow, okay. Das hat's ja jetzt voll gebracht. Wusa. Wusa. Aua. Oh Gott, ich muss weg. Ich muss jetzt erstmal fertig recken hier. Das geht ja mal gar nicht so. Musst du was essen? Ja, hab ich ja. Ich kann nichts mehr essen. Aber ich regeneriere trotzdem nicht so krass. Bücher. Im Raum, nee. Hm. Wir wachsen Pilze im Holzboden. Schimmelpilze. Klo. Klo? Oh. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich geh neben. Was war denn jetzt los? Das ist Zombie. Hier ein Skelett. Okay. Oh, ich sehe was, was ihr nicht seht. Oh, das heißt Zombie. Was siehst du denn da? Was siehst du denn? Ist das nicht ein Nebenraum? Ach nee, das ist das Treppenhaus, wo wir gerade eben hochgekommen sind. Ach, das war's ja. Haus Friedensbruch! Ich komm nicht hoch. Geht das nicht höher? Nö. Nö. Ist aber langweilig. Mhm. Schade jetzt mehr, warte. Vor allem irgendeine Kiste mit so Ultra. Ultra? Warte mal, aber, also ich guck jetzt mal nochmal. Es gibt noch ein Dach, genau, das habe ich mir nämlich jetzt auch gerade gedacht. Gedacht, verstehst du? Gedacht, Dach. Wo seid ihr? Ich gehe jetzt mal, ich bin jetzt mal rausgegangen und baue mich hier mal. Oh. Und baue mich hier mal eine Runde hoch. Oh. Ja, aber es. Ne, ist ein Flachdach. Das war ich nicht. Alter Schwede. Ah, vielleicht gibt es ja unten irgendwie noch Nebenräume. Ja, ich wollte gerade sagen. Lasst uns mal nochmal runtergehen und überall reinbuddeln. Ohne Buddel voll rum. Ich bin runtergefallen. Ich bin schon mal unten. Aha. Ach ne, hier ist eine Katze. Nicht die Katze. Wie du jetzt hinter jedem kleinen Freiraum einfach so einen Geheimraum siehst. Ja. Es ist toll. Ecki, warum? Es ist einfach toll. Müssen wir schon wieder. Weil die Kacke sind. Aber wenigstens die Zauberer und die anderen komischen Hitler-Dinger spornen nicht mehr nach. Ja, ich nenne das jetzt einfach so. Es ist nicht verboten, das zu sagen, oder? Na. Ja, siehste. Was? Na ja, nur weil du Österreicherin bist? Oh, Ecki. Sie sprengt schon wieder alles. Und da sind noch Bücherregale. Ja, aber ich hab schon ein. Was, hier sind nur die Katzen. Hier sind aber nur die Katzen. Irgendwas müssen doch diese Katzen doch eigentlich haben. Oder? Ja, eigentlich müsste hier alles was haben. Ja, stimmt. Oh, das mal ab. So, wir gehen mal nochmal. Oh. Oh. Au, hey. Oh. Sehr schön. Was denn? Habt ihr nochmal einen Nebenraum gefunden? Ui. Nö. Hallo. Au. Ich will mitmachen. Das Licht ist aus. Das war nicht so gut. Wir gehen noch raus. Vorsicht, hinter dir. Rabimmel, rabammel, rabum. Bum, bum. Ich hab einen. Es kommt immer mehr. Oh Gott. Mich muss nur noch so ein Vieh angucken und ich bin weg. Selten so viel Adrenalin gehabt. Da kommt ein Wechselfest. Au! Au, es hat mir ins Gesicht geschossen. Guck mal, ich hab zwei Pfeile in meiner Hüfte. Oh, meine Hüfte. Oh. Sie ist alt und zerbrechlich. Und tot. Ah. Ja, hier bin ich auch ein bisschen enttäuscht von dem Raum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ihr hättet jetzt irgendwie richtig geilen Stuff gegeben. Aber ich habe noch eine Idee, wo eventuell was sein könnte. Hier gibt's Kisten. Los. Sind
Kissen? Wo sind Kissen? Kisten. Ach so. Nee, hier nicht. Also. Bleibt er beim Grab? Das wäre jetzt nämlich so mein Anhaltspunkt gewesen, weil... Oh, der Ecki ist schon dort. Ja. Au! Oh, Mann, seit wann regeneriert man denn nur noch... Oh Gott! Knochen! Oh Gott! Boah, kann den mal jemand töten jetzt? Ja. Ich hab nur noch 3 Herzen. Oh Gott! Geschafft. So. Hm. Ah, hier ist auf jeden Fall immer noch Cobblestone. Was uns das jetzt bringt, weiß ich nicht. Nein. Jetzt sind wir hier auf Grundpo. Nee, ich glaube, hier ist uns nichts. Aua. Nee, hier scheint echt nichts zu sein. Aua. Ja gut, dann... Wir haben das Skelett begraben. Sehr gut. Gut. Naja. Was sollen wir denn jetzt noch hier machen? Nichts. Weggehen. Weiter mal rumgehen. Vielleicht kann man. Gibt da vielleicht noch einen Keller? Ja, das dachte ich mir ja gerade, weil von draußen gesehen ist das Ding halt hoch. Sieht ziemlich unkellerlich aus. Was ist, wenn man mal rumlaufen und mal gucken? Ja, lass uns mal noch einmal rumlaufen. Wo ist denn hier der Eingang? Hey, wartet mal auf mich. Hallo. Obo, Stopp. Obein. Obein. Ich habe Angst allein. Nee, hast du nicht. No. Ein bisschen. Ja. Ah, ich bin in das Skelettgrab gefallen! Ah! Ah! Ah, Gott sei Dank. Jetzt weiß ich, wo sie hin sind. In welche Richtung sind wir denn gelaufen? Wir sind wieder beim Grab. Da bin ich reingefallen. Hey. Warum? Weil der alte Mann alt ist. So alt ist er nun auch noch. Und kein Skill hat. So, also das hier gibt's hier. Ah, vielleicht kann man so noch irgendwie einen Nebenraum ertappen. Ich gebe es nicht auf. Ecke und ihre Nebenräume. Sind die Monster hier eigentlich ein bisschen stärker? Ich habe das Gefühl, die brauchen länger, um zu sterben. Feendinger sind auf jeden Fall stark. Die was? Feen? Feendinger. Feen? Ja, die kleinen Dinger haben. Also ich habe keine Feen gesehen. Ach so, die kleinen Mistkackdinger. Ja. Ich glaube eher, das sollen Dämonen darstellen. Ja, das sind Feen. Das sind Dämonen. Und wie liest ihr einen Anführer? Ich bin so hübsch. Ah, ah, Baby, Baby, Bubu, 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 Bubu. Tust du morsen gerade? Ja. Bibi, Bubu, Bubu. Ah. Ah, ist das schön. Blümchen! Ist echt schön. Hier bleiben wir. Wir sind zwar 8 Milliarden Blöcke von unserem normalen Zuhause, aber hiermit fängt das Projekt wieder neu an. Schokolade! Nein. Schokolade! Blümchen! Wie macht das Auto? Das Auto macht Brumm! Und dann macht es Wusch! Bumm. Ja, dann ist es weg. Toll. Brumm und Wusch! Was tun wir hier, Leute? Weiß ich nicht. Ich würde gerne wieder nach Hause. Es ist sicher. Wieso? Da gibt's ein Bett. Nein, ist es nicht. Hat jemand die Koordinaten von zu Hause? Au! Ecki hat die, oder? Nö. Ecki. Ich hab doch gesagt, schreib sie auf. Ecki. Was denn? Ich hab nicht meinen Namen gehört, dass ich das aufschreiben soll. Ecki, wir kommen nicht mehr so zurück. Wow. Doch, ich weiß wie. Wie denn? Ich kille mich. Nein, 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 nein. Wir können die ganzen Sachen nicht mitnehmen. Nein, wir können die... Akaro, nein, wir können die ganzen Sachen nicht mitnehmen. Aber sie kann doch... Nein. Caro darf sich nicht schon wieder umbringen. Das steht auf jeden Fall fest. Das kommt gar nicht in Frage. Und deswegen bin ich strikt dagegen. Könnte ja auch jemand anders für sie einspringen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.